Also es ist eine verrückte Situation, während uns auf der einen Seite die Euro-Krise über den Kopf zu wachsen scheint, haben sich die deutschen Bundesanleihen zu einem sicheren Hafen entwickelt und es gibt einen richtigen Run der Investoren auf diese Papiere. Wir fragen uns, was ist da los und vor allem, wie geht es weiter am deutschen Rentenmarkt? Und das besprechen wir heute mit Max Hausmann-Mitt, leitender Fondsmanager bei Allianz Global Investors. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, guten Tag. Wir haben im 10-jährigen Bereich deutsche Bundesanleihen mit einer Rendite von 1,6% bei 2-3-jährigen Kurzläufern sogar negative Nominalrendite. Sind die Investoren verrückt geworden, dass sie da immer weiter reingehen? Also hier können wir nicht über verrückte Investoren sprechen, sondern Investoren, die sehr stark in einer Risikoaversion eingegangen sind. Das aktuelle Niveau von den Renditen zeigt nicht, dass man hier bereit ist, negative Renditen in Kauf zu nehmen, sondern dass man einen größeren Wert darauf legt, das Geld überhaupt zurückbezahlt zu bekommen. Deswegen sind die Renditen so tief gewesen. Aus unserer Sicht, sie werden so lange tief bleiben, bis wir eine langfristige Lösung finden für die Euro-Krise. Das müssen die enorme Summen sein, die diesen Boom ausgelöst haben und diese Preisbewegung ausgelöst haben. Was für Gelder, was für Investoren sind es denn eigentlich, die jetzt hier nach Deutschland geflossen sind in den letzten Monaten? Das, was wir merken, ist, dass große institutionelle Anleger haben deutlich ihre Anlagepolitik in den letzten Jahren geändert oder in den letzten Wochen sogar geändert. Sie setzen viel mehr oder sie legen viel mehr Wert auf die Sicherheit. Wir merken, dass einige Länder nicht mehr investiert werden dürfen von unterschiedlichen Anlegern. Wir merken auch, dass die Zentralbanken ihre Politik allmählich geändert haben, den Fokus von der Investition gewechselt haben. Das hat dazu beigetragen, dass die deutsche Rendite so tief geht. Wie hoch ist denn der Druck auf diese institutionellen Investoren, den sicheren Hafen tatsächlich in der Eurozone zu suchen? Beziehungsweise anders gefragt, könnten die nicht sichere Hafen außerhalb des Euroraums ansteuern? Yen, Franken, Dollar? Hier gibt es einen besonderen Punkt bei den Regulatoren. Wir haben hier viele Investoren, die dazu gezwungen werden, in dem Euroraum investiert zu bleiben. Für diejenigen, die das müssen, ist Deutschland bisher die Lösung gewesen. Für diejenigen, die dazu nicht gezwungen werden, merken wir allmählich Nachfrage nach Investitionen, die außerhalb von der Eurozone gehen, vor allem in Europa. Gibt es in Europa noch andere sichere Häfen im AAA-Bereich, die jetzt vielleicht nicht deutsche Bundesanleihen sind? Ja, es gibt sowas. Wir haben hier in UK einen großen Markt, der dieses Volumen auch abfangen kann, was auch eine ähnliche Rendite, die Spreads zwischen Gilt und Bunds sind nicht extrem hoch, zugunsten der Gilts allerdings. Man muss aber bedenken, dass wir hier Währungshedge machen müssen, wenn wir dort investiert sind. Und das nimmt natürlich einen Teil der Rendite zurück. Was wir noch auch merken, Skandinavien entwickelt sich auch sehr gut, sei es in Staatsanleihen oder auch in besicherten Waren. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, die Renditen sind überall so niedrig, dass es eigentlich aus Renditesicht keinen Unterschied macht, ob ich nach Skandinavien, UK oder Deutschland gehe. Wenn Sie sich heute für Schweden entscheiden, Sie werden genau die gleiche Rendite bekommen als bei dem Bund. In den letzten Wochen sind die Renditen ja wieder ein bisschen gestiegen in Deutschland, um 40 Basispunkte. Wir sind jetzt wieder beim Wert von 1,6%. Denken Sie, dass diese Erholung der Renditen sich fortsetzen wird? Das, was wir sagen können, ist, dass wir langfristig oder mittelfristig erwarten, dass die deutsche Rendite sich erholt. Einzige Kondition dafür ist, dass wir natürlich eine Entspannung von der Euro-Krise sehen. Bisher sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir diesen Punkt vorhersagen können. Entspannung Euro-Krise bedeutet ja wahrscheinlich zwangsläufig irgendeine Art von Fiskalunion, Haftungsunion oder vielleicht sogar Euro-Bonds. Was würde denn so eine Entwicklung bedeuten für die deutschen Staatsanleihen? Die Frage ist, welches Lager sich wirklich durchsetzt am Ende der Diskussion zwischen den unterschiedlichen großen vier Anleger oder vier Länder, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Wir haben hier zwei Schulen. Wir haben die Schule von der Fiskalunion oder von der Abgabe von Souveränität, bevor wir über Solidarität sprechen können. In fine denken wir, dass das Lager davon gewinnen wird, was eigentlich die Garantie geben muss. Das bedeutet
für uns, dass wir größere Chancen sehen in einem Szenario, wo Spanien, Italien und Frankreich dazu gezwungen werden, die Haushalte zu einem Überschuss zu bringen, ohne dass es unbedingt Eurobonds gibt. Ich spitze es noch mal ein bisschen zu mit der nächsten Frage und damit sind wir auch schon bei den Abschlussfragen, den drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die kurze Antwort. Glauben Sie, dass es innerhalb der nächsten 12 Monate Eurobonds mit langer Laufzeit geben wird? Eurobonds, wie sie heute verstanden werden, glauben wir nicht dran. Nächste Frage, ist Europa in 3 Jahren im Staatsanleihenbereich eine AAA-freie Zone? Ganz eindeutig, wir glauben nicht dran. Ist Geld im Moment in sicheren Häfen außerhalb der Eurozone besser aufgehoben als in Deutschland? Es gibt solche sichere Häfen, ja. Und da ist es auch besser aufgehoben? Nicht unbedingt, zumindest aus der Sicht von einem Euroanleger. Okay, danke für Ihre Einschätzung zum Rentenmarkt in Deutschland. Ich glaube, es bleibt spannend, auch wie es mit der Eurokrise weitergeht. Und danke für Ihren Besuch bei uns. Das war's für heute bei Finance TV. Morgen haben wir eine besondere Sendung für Sie. Bei uns ist Paul van Zon, der Chef der Desertec-Initiative, eines der größten Industrieprojekte in der Geschichte der Menschheit. Wir schauen, wie es da weitergeht. Da sollten Sie auch reinschauen. Es lohnt sich. Bis dahin genießen Sie den Tag und bis morgen. Ciao.